Detlef Hensche ist promovierter Jurist, arbeitete zur Zeit der sogenannten Planungseuphorie kurzzeitig fürs Bundesministerium für Forschung und Technik, bevor er dann zum DGB wechselte, erst beim WSI und dann im Bundesvorstand und seit 75 dann im Vorstand der IG Druck und Papier und schließlich zum Vorsitzenden der IG Medien gewählt wurde, bevor die dann in Verdi aufging. Detlef. Ja, vielen Dank auch von mir aus für die Einladung zu dem spannenden, an sich hierzulande überfälligen Thema. Ich möchte aber gerne vorausschicken, falls das nicht heute schon mal artikuliert worden ist, ich sitze hier mit einem leisen Unbehagen. Wir haben uns hier in Berlin zusammengesetzt, um uns zu informieren darüber, wie sich die Kolleginnen und Kollegen in Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien wehren gegen die Übergriffe und Eingriffe in sozial- und demokratische Rechte, derweil hierzulande Ruhe herrscht. Geduld und Fleiß in den Betrieben wird allenfalls durch Warnstreiks lind gestört, mehr nicht. Das muss man sich immerhin etwas bescheiden hierzulande vor Augen halten. Und Unbehagen auch deswegen, weil wesentliche Ursachen der krisenhaften Zuspitzung in Europa, nämlich ökonomischen Ungleichgewichte, im Wesentlichen hier ihren Ursprung haben und die Wirtschaft und die Politik der Bundesrepublik ganz erhebliche Verantwortung dafür tragen. Die deutsche Wirtschaft ist es immerhin, die anderen die Luft zum Atmen nimmt, durch die Zusammenbewegung einerseits einer erdrückenden Konkurrenzfähigkeit und auf der anderen Seite der Strangulierung des inländischen Marktes, das wiederum wie eine Zugangssperre für unsere Partner wirkt. Und so wird ein Jahr aus Jahr ein Kaufkraft abgesogen von anderen Ländern, ohne dass hier Kaufkraft bereitgestellt wird. Also sind so die Ausgangsbedingungen, dieses von mir zitierte Unbehagen nähren. Die Nachfrageausfälle haben neben der Ursache öffentlicher Sparhaushalte und ein Absinken der öffentlichen Nachfrage eine ganz wesentliche Ursache darin, dass der Druck auf die Masseneinkommen zunimmt. Und da bin ich beim dritten Punkt meines Unbehagens. Internationale Vergleiche der Lohnentwicklung zeigen und weisen die Bundesrepublik als Schlusslicht aus. Nach Statistiken des Internationalen Arbeitsamtes sind die Reallöhne in der Bundesrepublik in der letzten Dekade um 4,5% gesunken, dabei sie in allen anderen Ländern gestiegen sind. Da kommt man als Gewerkschafter ins Grübeln. Also ausgerechnet dem Land, das vor Konkurrenzkraft kaum gehen kann, werden die abhängig Beschäftigten trotz passablen Organisationsgrades und lassen sich die abhängig Beschäftigten abspeisen mit Reallohnverlusten. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache, die immer schnell bei der Hand ist, trifft nur bedingt zu: Dumpinglöhne. Auch das gibt es, die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich anheizen. Allerdings muss man hinzufügen, dass jedenfalls für die Kernbelegschaften in den Industriesektoren die Lohnerhöhungen größer waren. Entscheidend sind politisch gewollte und auch staatlich inszenierte Deregulierung des Arbeitsmarktes, also das, was Rot-Grün 2002, 2004 in diesem Lande exekutiert haben, die zur Folge hatten, dass wir mittlerweile einen riesigen Armutssektor, einen Sektor von Armutslöhnen haben. Auch da stellt sich dann die Frage, wo waren die Gewerkschaften 2002, 2004 hierzulande? Sie haben opponiert, gewiss. Der Widerstand kulminierte in einigen zentralen Kundgebungen und Demonstrationen im Frühjahr 2004. Aber dann hieß es ganz offiziell, das alles sei nicht fortsetzungs- und steigerungsfähig. Und es war Schluss. Die Haltung wird kritisiert. Ich sympathisiere mit den Kritikern. Aber ich will jetzt auf diesen vergangenen Streit nicht eingehen. Das ist auch müßig, glaube ich. Wichtiger scheint mir die Vorbereitung auf Neuauflagen.
Denn darüber sollten wir uns alle im Klaren sein, ein Ende der Deregulierungsspirale ist noch längst nicht in Sicht. Und das, was gegenwärtig auf Diktat aus Berlin und Brüssel, in Griechenland, in Spanien, in Portugal exekutiert wird, droht auch hierhin zurückzukommen. Also stellt sich die Frage, was machen wir denn dann? Wenn morgen Ähnliches passiert, hierzulande. Und ich meine, nochmals zuschauen und dulden, wäre völlig inakzeptabel. Und deshalb meine ich, finde ich es gut und ist dankenswert, dass auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung sich des Themas angenommen hat, denn auch die deutschen Gewerkschaften werden alsbald vor der bitteren Notwendigkeit stehen, mehr zu tun, um soziale, auch demokratische Rechte vor dem völligen Ausverkauf und Abräumen zu bewahren, als es in der Vergangenheit geschehen ist. Und damit stellt sich dann halt die gretchenfrage Frage nach dem politischen Streik auch hierzulande. Dazu eine zweite Anmerkung. Wir wissen, rechtlich ist der politische Streik tabuisiert. Ja, kaum ein Verbot wird mit solchem Nachdruck, mit solcher Vehemenz und Einmütigkeit in der juristischen Zunft verteidigt und vertreten, wie das Verbot des politischen Streiks. Dabei garantiert unsere Verfassung, übrigens in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, mit der Koalitionsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, so heißt es in Artikel 9, auch die Streikfreiheit. Und die Verfassung lässt mit keinem Wort erkennen, dass diese Streikfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in irgendeiner Weise eingeschränkt wäre. Etwa nur auf wirtschaftliche Streiks. Oder wie die Rechtsprechung uns dekretiert, nur auf Streiks um tarifvertragsfähiger Ziele willen. Nein, nichts davon steht in der Verfassung. Nichts davon steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Nichts davon steht in Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Weshalb, und da stimme ich Olga zu und Jan, es in der Tat richtig ist, wirtschaftliche Streiks und politische Streiks als eine Einheit zu betrachten. Gleich wer der Adressat ist. Es geht immer um denselben Adressaten. Es sind immer Unternehmer und die, die wirtschaftliche Macht haben. Egal, wer jeweils diese Macht exekutiert, ob sie es unmittelbar exekutieren oder ob es über den Staat exekutiert wird. Es ist dasselbe. Deshalb sind es auch die richtigen Adressaten. Ich möchte auch klarstellen, wenn wir, ich vermute, die Rosa-Luxemburg-Stiftung sieht das genauso, von politischem Streik reden, denn denken wir an den Streik, der sich zwar formal an die Adresse entweder des Gesetzgebers, einer Regierung, einer öffentlichen Einrichtung richtet, aber ein Streik, in dem es um die, ich wiederhole nochmal, Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen geht. Das ist das Koalitionszweck und der Zweck der Koalitionsfreiheit, so wie in der Verfassung verankert ist. Und Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist alles. Vom Kündigungsschutz über die Arbeitslosenhilfe bis zur Rentenentwicklung, Gesundheitsschutz und selbstverständlich auch die Verteilungsfrage. Politischer Streik wäre dagegen nicht, wenn der DGB der Meinung wäre, eine Reform des Ehescheidungsrechts könne er nicht akzeptieren. Das kann man denn nicht mehr nach diesem erwähnten Artikel 9 unserer Verfassung rechtfertigen, sondern da müsste man sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Aber darüber müssen wir jetzt nicht unseren Kopf zerbrechen. Ich will jetzt auf den juristischen Streit im Einzelnen nicht eingehen, nur eines in Erinnerung rufen. Die Befürworter eines politischen Streiks in der Bundesrepublik, und das ist einhellige Meinung unter fast allen Juristen, berufen sich vor allem darauf, es gelte die Unabhängigkeit des Parlaments zu wahren. Bisweilen ist auch von Parlamentsnötigung die Rede. Wenn sich Gewerkschaften und die abhängig Beschäftigten anheischig machen, demonstrativ die Arbeit niederzulegen, weil sie mit dem politischen Kurs nicht einverstanden sind. Immer im Rahmen der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Nun sollte sich herumgesprochen haben, die Vorstellung eines neutralen, über den wirtschaftlichen Interessen schwebenden, nur ein objektives Gemeinwohl im Auge habenden Staates, dieser Vorstellung ist ein Mythos. Übrigens eine auch heute noch lebendige Lebenslüge des Obrigkeitsstaats.
Das ist typisch obrigkeitsstaatlich. Vollends gerät dieser Mythos ins Wanken in Zeiten der Finanzmarktabhängigkeit staatlichen Handelns, in Zeiten der willigen Bedienung von Standortinteressen, in Zeiten, in denen allein die Ankündigung von Kapitalflucht selbst den wackersten Sozialdemokraten dazu führt, seine Vermögenssteuerpläne wieder zu vergessen. Oder in Zeiten, wie geschehen, in denen die Deutsche Bank Gesetzentwürfe formuliert zur Kontrolle des Bankwesens. Oder in Zeiten, in denen die Bundeskanzlerin so wörtlich in einer Anwandlung sprachlicher Treffsicherheit das Postulat einer, jetzt kommt es wörtlich, marktgerechten Demokratie, einer marktgerechten Demokratie formulierte. In solchen Zeiten ist die These vom neutralen Staat sowas von absurd, dass das nur noch als unfreiwillige Komik verstanden werden kann. Im Gegenteil, wer dem Parlament Unabhängigkeit verschaffen will, muss es befreien aus der Umklammerung der Gruppen mächtiger, der Inhaber sozialer und wirtschaftlicher Macht. Der müsste für die Entwicklung von Gegenmacht der Ohnmächtigen, und das ist die Mehrheit, einschließlich des politischen Streiks geradezu dankbar sein. Oder anders gewendet, erst wenn die Möglichkeit einer Machtbalance im vorparlamentarischen Raum besteht, hat der Abgeordnete die Freiheit, seinem Gewissen und dem Parteiprogramm zu folgen. Andernfalls kaum. Also insofern, so viel zum Mythos des neutralen Staates. Die Auseinandersetzung im vorparlamentarischen Raum, und dazu gehört auch die demonstrative Willensbildung derer, die Tag aus, Tag ein als abhängige Arbeit ihre Arbeit leisten, dazu gehört der politische Streik unverzichtbar. Nun weiß ich und wissen wir alle, rechtliche Argumentation kann noch so gut sein, ich könnte das jetzt auch fortsetzen, kann noch so überzeugend sein, die wird nicht viel bewirken. Auch das ist eine alte Einsicht, soziale Grundrechte, die sich ja nach ihrer Entstehungsgeschichte und nach ihrer ganzen Anlage gegen die Inhaber wirtschaftlicher Macht richten, sind stets auf neu gefährdet und müssen immer wieder verteidigt werden und neu erobert werden. Zugespitzt, ihre Anerkennung und ihr Respekt hängen davon ab, wie weit die Konfliktfähigkeit und die Widerständigkeit derer reichen, die sie einst durchgesetzt haben, beziehungsweise deren Vorfahren sie einst durchgesetzt haben und die auch heute wieder berufen sind, sie zu verteidigen. Also wer sich mit anderen Worten zur Ermöglichung politischen Streiks auf Advokaten verlässt, ist bereits verloren. Ist auch nicht absehbar, dass uns ein gnädiger Gesetzgeber oder ein gütiger Richter die Zulässigkeit politischen Streiks als Geschenk vor die Füße legen würde. Nein, um ein bekanntes Lied zu zitieren, das müssen wir schon selber tun. Das heißt, wir müssen unser Recht vor selbst in die Hand nehmen. Und dazu möchte ich gerne zugegeben, überwiegend jetzt an die deutschen Ohren hier im Raum adressiert, zur Enttabuisierung des politischen Streiks einige Anmerkungen, ich würde nicht sagen Empfehlungen, aber Anmerkungen loswerden. Erstens gilt es, entgegen einer verbreiteten öffentlichen Verdrängung in Erinnerung zu rufen, auch hier, so ruhig dieses Land gegenwärtig auch ist, auch hier haben politische Streiks stattgefunden und finden sie statt. Ich nenne einige prominente Beispiele. Im November 1948 ein Generalstreik gegen die damals herrschende Wirtschaftspolitik und Preisentwicklung. 1951 haben IG Metall und IG Bergbau und Energie aufgerufen zur Urabstimmung, um die Mitbestimmung beim Stahl zu retten und auf die Kohle auszudehnen. Mit Erfolg, kurz nach der Urabstimmung, binnen 24 Stunden, war der damalige Kanzler Adenauer bereit einzulenken. 1952 hat die IG Druck und Papier, also meine Gewerkschaft, die Zeitungen für 48 Stunden bestreikt in der Auseinandersetzung um die Betriebsverfassung.
Das war allerdings ein Streik, auf den es dann Verbotsverfügungen hagelte. Das hat die Stahlarbeiter 1955 nicht gehindert, im Kampf um das Mitbestimmungsergänzungsgesetz abermals für 24 Stunden spontan die Arbeit niederzulegen. Ich mache einen großen Sprung: beim Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt haben Hunderttausende während der Arbeitszeit an Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen. Und ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, übrigens ein europäisches Beispiel. 2008 haben auf, das war der Europäische Gewerkschaftsbund, der es koordiniert hat, die Hafenarbeiter in Europa, auch in Hamburg, Rostock und Bremerhaven, für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt, um eine Liberalisierungsrichtlinie aus Brüssel zu verhindern. Übrigens mit Erfolg. Der Richtlinienentwurf wurde zurückgezogen. Dass hierzulande die Hafenarbeiter mitgestreikt haben, hängt möglicherweise auch ein bisschen damit zusammen, dass ihre Arbeitgeber mit dem Richtlinienentwurf auch nicht einverstanden waren. Aber immerhin, es war das Musterbeispiel eines europaweit koordinierten politischen Streiks mit vollem Erfolg. Und um ein Unikat zu Gehör zu bringen: seit dem Zeitungsstreik 1952 findet sich kontinuierlich fortgeschrieben im Tarifvertrag für die Druckindustrie unter dem Kapitel Friedenspflicht folgende Bestimmung: also die vertragsschlossenen Organisationen verpflichten sich, keine und so weiter im Widerspruch zu diesem Vertrag bestehenden Streiks und Aussperrungen zu unterstützen. Jetzt kommt es: ausgenommen sind Generalstreiks und Demonstrationen, die in Gemeinschaft und unter Leitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes durchgeführt werden und sich nicht ausschließlich auf den Tarifkontrahenten beziehen. Also in der Druckindustrie ist nach geltendem Tarifrecht der Generalstreik, wenn der DGB denn dazu aufruft, rechtlich zulässig. Ist geltende Fassung, immer wieder erneuert worden, nie mehr in Frage gestellt worden. Zweite Anmerkung: ich meine, gewerkschaftliche Bürgerpflicht ist es, insgesamt den Streik, auch den Tarifstreik, in die gesellschaftliche Normalität zu holen. Das heißt, sich das Streikrecht durch Praxis anzueignen. Abermals kommt man als Gewerkschafter ins Grübeln. Ich erwähnte die internationale Lohnstatistik, nach der die Bundesrepublik in den letzten 15 Jahren das Schlusslicht der Lohnentwicklung darstellt, wohlgemerkt in diesem wirtschaftlich potentesten Land in Europa. Sondern mit dieser Lohnstatistik korrespondiert auch eine weitere internationale Statistik, nämlich die der Arbeitskämpfe, der Streikhäufigkeit. Und da stellen wir fest, die Bundesrepublik ist Schlusslicht, was die Streikhäufigkeit angeht. Danach kommen nur noch die Schweiz und Nordkorea. Ein Schelm, der Zusammenhänge zwischen beiden Vergleichen herstellt. Ich behaupte, und ich glaube, das ist nicht nur die Altersradikalität des Rentners, es wird zu wenig gestreikt in diesem Lande. Und zwar, da gebe ich übrigens Olga recht, auch der ganz hundsnormale Tarifstreik ist bitter vonnöten. Wie kommt es denn zu diesen minus 4,5% über 10 Jahre von 2000 bis 2009? Wie kommt es denn dazu? Das hängt doch auch damit zusammen, dass zu wenig gestreikt worden ist, fernab vom politischen Streik. Ich rede allein über den ganz normalen, bis heute nicht in Frage gestellten Tarifstreik. Nun wird in vielen Branchen oft gestreikt. Ich gehöre einer Gewerkschaft an, Verdi, da vergeht kaum ein Tag, in dem nicht hier die Banken, morgen der Handel zum Streik aufgerufen werden. Aber das sind Streiks fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit. Nein, wenn es darum geht, gewerkschaftlicher Kampfkraft Autorität zu verleihen, den Gewerkschaften insgesamt Respekt zu vermitteln und auch Aufmerksamkeit zu erzeugen und Arbeitnehmern Identifikationspole zu zeigen, dann rede ich von Schlüsselbranchen, die meist auch die tarifpolitische Leitwährung abgeben, also namentlich Metallindustrie, so ist es nun mal, und auch natürlich den öffentlichen Dienst. Da muss ich sagen, so wie es richtig ist zu behaupten, dass die Bundesrepublik ökonomisch unter ihren Verhältnissen gelebt hat,
ist es ebenso richtig hinzuzufügen, dass die Gewerkschaften unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Ich jedenfalls habe den Eindruck, dass mancher Tarifkonflikt nicht ausgereizt worden ist. Man kann nur hoffen, in der Metallindustrie stehen wir ja zugespitzten Verhandlungen, dass es da anders läuft. Und wenn Akte der Solidarität mit Kolleginnen und Kollegen in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, in anderen Ländern Europas gefordert ist, so meine ich zuvörderst im Augenblick dass darin, dass es Zeit ist, zuzulangen, um ein Stück dessen wiederzuholen, was wir uns in den letzten 15 Jahren abnehmen lassen. Das wäre ein wesentlicher Beitrag zur Markterweiterung, dass eben auch andere in Griechenland, in Italien die Chance haben, Waren und Dienstleistungen hier an Markt, mit ihren Waren und Dienstleistungen am hiesigen Markt teilzunehmen. Drittens, ich meine, damit stellt sich auch die Frage, mit welchem Streikverständnis gehen wir an soziale Konflikte? Jetzt muss ich das mit der Ruhe in diesem Lande ein bisschen relativieren. Natürlich finden wesentliche Verhandlungen gegenwärtig gerade in der Metallindustrie unter Warnstreikbegleitung statt. Das ist wichtig. Ich will das gar nicht in Abrede stellen und bagatellisieren. Im Gegenteil. Warnstreiks können ungeheuer erfolgreich sein, haben eine wichtige Funktion auch zur Vorbereitung regulärer Streiks. Es geben einen guten Überblick über die Empörungsbereitschaft der Mitglieder. Aber so wichtig sie sind, so sehr sind sie dazu angetan, ein instrumentelles Streikverständnis zu bestätigen und zu verfestigen. Es ist schon ärgerlich genug, dass die Rechtsprechung uns darauf beschränkt, gegen die Verfassung Streiks nur um tarifvertragsfähiger Ziele führen zu dürfen. Da müssen wir nicht selbst noch durch Reduzierung des sozialen Konflikts auf tarifpolitische verhandlungsbegleitende Warnstreiks diesem Mittelzweckrelation noch eine weitere hinzufügen. Eine solche Reduzierung sozialer Konflikte allein auf verhandlungsbegleitende Warnstreiks verkennt den eigenständigen und demokratischen Charakter von Streiks. Streiks übrigens sind älter als Tarifverträge. Streiks sind älter als die Gewerkschaften. Die gemeinsame Arbeitsverweigerung ist das klassische und notwendige Gegenrecht gegen die tägliche und nächtliche Freiheitsbeschränkung abhängiger Arbeit. Da liegen die Wurzeln und Gründe des verfassungsrechtlich garantierten Streiks. Und indem beim Streik punktuell die betriebliche Herrschaft von Kopf auf die Füße gestellt wird, erweist sich der Streik auch als die Schule zur Einübung demokratischen Ungehorsams. Dies geht verloren und diese Erfahrung wird nicht entwickelt in der Feinmechanik punktueller, nur wenige Stunden dauernder Warnstreiks. Deshalb plädiere ich für ein Streikverständnis, das im Grunde zu den Wurzeln zurückführt und nicht allein sich eingeengt wird auf ein instrumentelles Mittelzweck, eine instrumentelle Mittelzweckrelation. Viertens, zur Aneignung des Streikrechts gehört die Überwindung rechtlicher Restriktionen. Das ist einer der wenigen Bereiche, in dem wir übrigens auf Erfolge zurückblicken können. Die Rechtsprechung hat vor wenigen Jahren Solidaritätsstreik zugelassen, nachdem sie vorher weitgehend untersagt waren. Sie hat bestätigt, dass die Gewerkschaften für sogenannte Sozialtarifverträge streiken können. Sie hat unlängst Flashmob-Aktionen zur Unterstützung von Streiks legitimiert. Zur Stunde kämpfen die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft und Verdi gegen das Verbot des Beamtenstreiks und gegen das Verbot des Streiks von Kirchenbeschäftigten. Beide übrigens nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Sämtliche Beispiele sind übrigens Erfolge nach demselben Muster. Nämlich vorangegangene Streikpraxis, bewusste, wenn auch hier und da leicht riskante Regelverletzung, begleitet allerdings mit kluger rechtlicher Unterstützung. Und
In allen diesen Fällen ist die Rechnung aufgegangen. Ich meine, fünftens, nach diesem Muster täte es gut und wäre es notwendig, auch die Ausweitung, auch sich einzusetzen für eine Ausweitung der Streikziele. Da möchte ich jetzt ein aktuelles Beispiel aufgreifen. Auch wenn der Gesetzgeber Partei ergreift für Unternehmer, das hat ja die Regierung Schröder mit der Deregulierung und den sogenannten Arbeitsmarktreformen trefflich getan. Auch dann haben die Gewerkschaften noch unterhalb der Schwelle des politischen Streiks die Möglichkeit, gesetzliche Schandtaten anschließend tarifvertraglich wieder zu korrigieren und ins Lot zu bringen. Wenn die IG Metall in der gegenwärtigen Tarifrunde ein tarifvertraglich sanktioniertes Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeit fordert, ist es ein Stück Korrektur dieser abscheulichen Verschlechterung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes durch Schröder-Fischer-Regierung. Das ist eine passende gewerkschaftliche Antwort. Es ist gut, dass sie gegeben wird. Vielleicht hätte sie einige Jahre früher schon kommen können. Gleiches gilt für Werkvertragsarbeitnehmer. Es ist durch Horsttarifvertrag möglich, festzulegen, dass alle Beschäftigten, die in eine betriebliche Organisation eingebunden sind, den verbrieften Anspruch auf Festanstellung in diesem Unternehmen haben. Kann man tarifvertraglich machen. Dafür kann man auch heute schon streiken. Brauche ich gar nicht zum politischen Streik zu greifen. Oder wenn der Gesetzgeber gleichfalls 2003 die Befristungen Scheunentorart weit geöffnet hat, wäre es, wenn wir schon das nicht verhindert haben, wie die Franzosen das Ersteinstellungsgesetz, dann wäre es jedenfalls möglich, diese Befristungsmöglichkeiten durch Tarifvertrag wieder zurückzunehmen und den alten Zustand der Rechtsprechung von 1985 durch Tarifvertrag auch zu erstreiken. Ist ja kein Problem. Kein rechtliches Problem. Wenn der Gesetzgeber die paritätische Finanzierung der Sozialversicherung angreift, wie bei der Krankenversicherung ja vor 5 Jahren geschehen, wäre es denkbar, dass alle DGB-Gewerkschaften im Vorfeld bereits erklären, wenn das kommt, werden wir uns postwendend am nächsten Tag von den Arbeitgebern holen. Auch so kann man durch gewerkschaftliche Tarifpolitik Korrekturen gesetzlicher Beutezüge vornehmen und durchsetzen. Noch einmal, die Einheit des wirtschaftlichen und politischen Streiks zeigt sich hier ganz deutlich. Es ist ja ziemlich wurscht, ob der Arbeitgeber mir die Löhne kürzt oder ob es im Umweg über die Regierung und den Gesetzgeber macht. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Warum holen wir uns da nicht an der unmittelbaren Quelle bei den Arbeitgebern das wieder rein, was staatliche Wegelagerei uns aus den Taschen zieht? Das sind Beispiele. Das ist jetzt nicht das Mobilisierungsprogramm von morgen. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber die IG Metall beweist zur Stunde durch diese Zusatzforderung zur Arbeitnehmerüberlassung, dass man auch in normale Tarifrunden solche qualitativ ungeheuer wichtigen Forderungen reinpacken kann. Übrigens auch deshalb so wichtig, damit die Gewerkschaften endlich auch glaubwürdig werden, bei all den Millionen Beschäftigten, die nicht das Glück haben, zur Kernmannschaft zu gehören. Da sind wir stark. Aber bei allen prekär Beschäftigten sind wir traditionell schwach. Ja, nicht nur in der Bundesrepublik, haben wir ja gerade gehört, im europäischen Ausland ja in gleicher Weise. Umso wichtiger ist eine solche Forderung der IG Metall in der gegenwärtigen Tarifrunde. Man kann nur hoffen, die Arbeitgeber wissen, warum sie das zum Tabu erklären. Man kann nur hoffen, dass IG Metall in diesem Punkt sich durchsetzt. Das wäre bahnbrechend, ähnlich wie die Lohnfortzahlung durch den Streik der schleswig-holsteinischen Arbeiter. Letzter Punkt. Ebenso, meine ich, wären dann von hier aus Annäherungen zum politischen Streik möglich. Nochmal immer auf dem Hintergrund des hier angeblich herrschenden Verbots politischen Streiks. Geht es um die Frage, wie können wir schrittweise das Terrain erobern, das wir brauchen, um bei künftigen Entwicklungen, die mit hoher Sicherheit ins Haus stehen, auch tatsächlich abwehrbereit und gegenmachtfähig zu sein. Und da nenne ich ein ganz einfaches Beispiel. Alle Gewerkschaften in Europa wehren sich
gegen den Unsinn der Privatisierung öffentlicher Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen. Wir haben es eben noch mal aus Großbritannien vernommen. Ich brauche die Begründung nicht zu liefern, wir alle wissen das ja. Mittlerweile habe ich den Eindruck auch, dass jedenfalls in der Bundesrepublik die Abwehr gegen diesen Privatisierungsobsession mehrheitsfähig ist. Bei der Bundesbahn war das nach allen Meinungsbefragungen vor 3 Jahren sehr deutlich. Verdi ist es gelungen, bei der dann leider nicht aufgehaltenen Privatisierung der Hamburger Kliniken in Hamburg eine Volksabstimmung zu organisieren. Das Thema ist mehrheitsfähig. Und wie wäre es bei einer künftigen Privatisierung, um Mehrheiten in der Bevölkerung zu werben, mit Unterschriftenlisten, mit Volksabstimmungen, wenn es möglich ist, aber auch das Ganze zu flankieren durch demonstrative 24-stündige Arbeitsniederlegung der eigentlichen Privatisierungsopfer, nämlich der Beschäftigten in diesen Betrieben. Dieses Risiko kann man eingehen. Und auf dem Hintergrund einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung ist das Risiko durchaus kalkulierbar. So ähnlich wie der Hafenarbeiterstreik gegen die Richtlinie aus Brüssel. Und selbst wenn es rechtliche Verbote und gerichtliche Verbote kommt, das wäre das geeignete Feld, einen solchen Rechtsstreit denn bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Hier besteht alle Aussicht darauf, dass man so ähnlich wie der Sachverständigenausschuss der Arbeit, Internationalen Arbeitsorganisation, den Proteststreik auch, den sogenannten politischen Proteststreik, auch als garantiert durch die Europäische Menschenrechtskommission bestätigt bekommt. Das wären Teilschritte harmloser Art, kalkulierbar, da droht nicht der massenhafte Polizei, das kann man kalkulieren, um das Verbot des politischen Streiks zu enttabuisieren. Das wäre übrigens auch die Antwort auf, wenn es denn kommen sollte, auf diese Monti-Demarsch aus Brüssel. Das hat übrigens erst eine paradoxe Entwicklung. Eigentlich gab es den Appell des Europäischen Gewerkschaftsbundes und anderer gegen 2 Gerichtsentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zur Einschränkung des Streikrechts im Namen der Warenverkehrsfreiheit und der Wirtschaftsfreiheiten, dem Einhalt zu gebieten. Unter der Hand, wie sollte es auch anders laufen, ist in Brüssel das Gegenteil rausgekommen. Ich glaube nicht gegenwärtig, dass der Entwurf so kommt. Aber wenn er kommt, wäre das auch ein Fanal, sich dann europaweit dagegen zu wehren. Übrigens auch ein Fanal, das dann zum Anlass genommen werden sollte, ein anderes Gericht anzurufen, nämlich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in dem wir in der Verteidigung von Grundfreiheiten besser aufgehoben sind als beim Europäischen Gerichtshof gegenwärtig. Also ich wollte mit diesen 6 Anmerkungen Beispiele nennen, die deutlich machen, es ist nicht so, als ob wir hier wie das Kaninchen vor der Schlange nichts machen könnten. Das ist ja schon so, dass man als Gewerkschafter das Verbot des politischen Streiks so verinnerlicht hat, dass man das Wort noch kaum im Munde führt, weil es so verrucht ist. Nein, jeder Streik ist politischer Natur und jeder Streik richtet sich im Kern gegen den richtigen Adressaten. Das sind diejenigen, die über wirtschaftliche Macht verfügen, gleich ob sie sie unmittelbar ausüben oder ob sie sie ausüben lassen über Gesetzgeber und Regierungen. Und dagegen sich zusammenzuschließen und gemeinsam aufzustehen und auch die Arbeit niederzulegen, das ist das einzige Mittel, das wir als abhängig Beschäftigte haben, ist unser gutes Recht und das sich zu erobern, das sich wieder anzueignen, sich lohnt. Danke. Thank you.